Hallo Leute, heute werde ich mal wieder ein paar Tricks auf der Wiese machen und ich will heute vielleicht den Double Full machen. Ich bin mir noch nicht genau sicher, ob ich den machen werde oder nicht. Deshalb habe ich hier schon mal von zu Hause so ein paar alte Decken und Kissen genommen zur Sicherheit. Und ich habe letztens ein Video gesehen, da hat einer, der richtig auf dem Trampolin abgeht, den Tricks machen. Ich werde jetzt keine Namen nennen, aber der ist halt auf dem Boden nicht so gut. Der hat so ein paar Tricks gemacht wie Roundoff, Rückwärtsseite mit Schraube, Kork und sowas, aber der konnte eigentlich nicht besser als ich so welche Tricks auf der Wiese, die waren eigentlich nicht so gut. Also ich könnte das besser schaffen und dann hat er Roundoff Double Full gemacht und hat ihn noch geschafft zu landen. Also wird es mal Zeit, dass ich hier jetzt mal langsam aufhole. Und ja, zuerst werde ich mich etwas aufwärmen und so ein paar leichte Tricks machen. Das einzigste Problem ist, dass wenn ich auf dem Boden Tricks mache, mir richtig dieses Knie hier schmerzt. Aber ich versuche trotzdem natürlich mein Bestes. So, ich habe mir überlegt, ich versuche jetzt nochmal den Standing Full. Den habe ich ja schon lange nicht mehr gemacht und deshalb werde ich den jetzt nochmal versuchen. Ich habe mir das Video nochmal angeguckt und ja, der war eigentlich richtig gut. Also wenn ich schon Standing Full schaffe, dann muss ich auch eigentlich theoretisch den Double Full mit Roundoff schaffen. Also werde ich ihn jetzt versuchen. Puh, auf dem Boden ist er wirklich schon viel gefährlicher. Weil wenn man irgendwie hier so auf der Seite landet, dann kann man sich ganz einfach den Arm brechen oder so. Aber ja, ich hoffe, das passiert nicht. Let's go. So Leute, dann würde ich auch sagen, war es das schon mit dieser krassen Tricking-Session auf dem Boden. Das ist bis jetzt die krankste Session, die ich in meinem ganzen Leben hatte. Zwei neue Tricks geschafft, Standing Full und Double Full auf Boden. Und ja, ich werde den Double Full auf Boden noch irgendwann mal anders versuchen. Und ja, dann werde ich den auch sicher bestimmt schon landen. Und ja, falls ihr euch fragt, welche Musik ich immer beim Tricks machen höre. Ich höre natürlich hier immer auf so einer Bluetooth-Box Musik, ist von GBL, also ich bekomme jetzt dafür kein Geld oder so. Aber ja, diese Box ist eigentlich richtig gut. Ich habe vor, mir eine etwas bessere zu holen. Und ja, die ist immer über mein Handy verbunden und ich höre dann immer Musik. Und ja, falls ihr wissen wollt, welche Musik ich höre eigentlich immer so Trap Nation, NCS, also No Copyright Sounds. Und ja, eigentlich meistenteils nur Trap Nation, weil die richtig krasse Songs haben. Aber die darf man leider nicht in den Videos verwenden. Und ja, wenn ihr wollt, kann ich mal eine Playlist machen, wo ich mal die ganze Musik rein tue, die ich höre. Und ja, sonst würde ich sagen, war es mit diesem Video.